Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind gerade dabei, Kopfgelder abzugeben. Nachdem wir mit Prinz Arui gesprochen hatten. Geben wir jetzt schon fleißig Kopfgelder ab, dass wir die auch mal loswerden. Ja. Das ist neu. War natürlich eine Todesfallgesellschaft. Das hier können wir noch abgeben. Das hier können wir auch noch abgeben. Den können wir auch noch abgeben. Aber jetzt erstmal hier hoch. Das Kopfgeld hier abgeben. Und ja, wenn wir alle Kopfgelder abgegeben haben, gehen wir wieder auf Kopfgeldjagd und dann machen wir auch endlich mal das Gebiet mit den Untoten. So. Fertig. Der Bauch des großen Aals. Der Bauch des großen Aals rumort vor Hunger. Wirst du Barati helfen, es zu stillen? Ich habe mich um Hoherei gekümmert. And the seas grow quiet while Tangaloa grows fat on outsider meat. Ikea, die See wird ruhiger, während Tangaloa sich am Fleisch der Fremden fett frisst. Barati seufzt schwer, übergibt dir die Bezahlung. Ja, Kupfer, was hast du noch für Kopfgelder? Swims toward Rafik, the Redbeard. But the Principy Captain outpaces even the gods. Rafik sinks Juana's ships for joy and plunder. This cannot stand. Der große Haar schwört auf Rafik den Rotbärtigen zu, aber der prinzipielle Kapitän segelt selbst den Göttern davon. Rafik versenkt Wada Schiff aus Spaß, um sie zu plündern. Das kann so nicht weitergehen. Ich habe mich schon um Rafik gekümmert. Tangaloa relishes any good meal. But I say justice makes for a savory dish. Tangaloa genießt jedes gute Fleisch, aber ich sage, Gerechtigkeit ist ein sättigendes Mahl. Irgend überreicht der Barati deine Bezahlung. You served up a mighty feast, and the great eel's belly swells for a time. Until it hungers again, Baratis work is done. Du hast dem großen Aal ein gewaltiges Festmahl dargereicht und sein Bauch ist angeschwollen. Für den Moment. Bis sein Hunger wieder stärker wird, ist Baratis Werk vollbracht. Barati neigt seinen Kopf und schweigt. Ja, das heißt, wir haben keine Quests mehr bei den Huana. Yay. Wir können also wieder nach unten. Und raus in die Schlangenkrone. Also ins Stadtgebiet. Weil da ist ja auch noch eine Kopfgeldvergeberin. Eine Kopfgeldhändlerin, wenn man es so nennen möchte. Ein Auftraggeber, so. Bei dem wir ein Kopfgeld abgeben können. Und ja, dann kommt demnächst die eine tolle Folge, die ihr gerne überspringen könnt. Das sage ich schon beim Voraus. Wenn ich nämlich die Leute aus meiner Truppe level, die ich eigentlich nie mitnehme oder sehr selten. Also leveln, ausstatten. Die verbrannten Bücher in deinem Bündel werden warm. Ah, was will sie jetzt schon wieder? Verbranntes Buch des Rechts. Wie sich meine Geschwister putzen und posieren nach den Ereignissen auf Versorgung, aber sich trotzdem nicht einigen konnten. Solches Chaos halte ich nicht aus. Du musst den Leuchtturm aus Adra nicht wieder zum Leuchten bringen.
Jotas ist bereits wieder verschwunden. Würde sie zu seinem nächsten Ziel verfolgen können? Aber du hast dich ja dazu entschlossen, stattdessen der Kolonie zu helfen. Warum? Die Uranas sind ziemlich eigen, wenn es um den ursprünglichen Adrak geht. Ich wusste, sie würde es zu schätzen wissen. Die Aotai verdienen es, den Leuchtturm zurückzubekommen. Adrak bringt dem Valianen gar nichts, wenn er seiner Macht beraubt wurde. Zahlung, Belohnung, das übliche halt. Mit den Achseln zucken. Beide dein Geheimnis. Ich bin sicher, in irgendeiner nassen Ecke des Jenseits lacht Whale sich halbtot darüber. Ja. Aha, ein weiteres schmutziges Geheimnis von den Katara kommt auf spektakuläre Weise ans Tageslicht. Du solltest dir das mit deinen Huana-Freunden zweimal überlegen, falls jemand vorgibt, nichts über den Drachen unter dem Bett zu wissen. Okay, auch das kennen wir. Es ist schwer, einen Drachen vor den Augen der Welt zu verbergen, geschweige denn vor den Augen von Königen. Fremde haben die Huana in eine unmögliche Position gebracht. Sie haben in ihrer Ethik Kompromisse geschlossen, um überleben zu können. Ich werde es mir merken. Nehmen wir mal die zwei. Die Uana glauben, diese Dezimierung ihrer ältesten Talente ist eine Prüfung, die Götter ihnen gesandt haben. Wie sehr sie sich irren. Sie tun nichts als einen Test, und zwar einen Test, den wir sehr aufmerksam beobachten. Dennoch hast du der Bestie erlaubt, wieder zum Himmel aufzusteigen und sich auf Jagd zu begeben. War ihre Freiheit das Aufgeben einer geordneten, ausgeglichenen Gesellschaft wert? Denk einmal darüber nach. Ich hatte dich erwartet, dass sich die Wahiki einem Kahanga-Herrscher beugen. Vielleicht ändert sich das Archipel schneller als erwartet. Das ist ein erfreulicher Wandel des Schicksals. Sich der rechtmäßigen Autorität zu unterwerfen, ist nur eine natürliche Entscheidung, wenn die Alternative Krieg und Tod ist. Ich hoffe, das ist eine Lektion an die Sterblichen, an die Sterblichen sich noch lange erinnern werden. Ich weiß bereits, dass die Stimme von Pokokuhara verstummt sind. Selbst in Jenseits konnten wir den Nachhalt der Veränderung spüren. Der Fluss der Essenz wurde abgeschnitten. Das bedeutet eine ernsthafte Störung im lokalen Ökosystem. Aber vielleicht führt es zu einem Ende der ausländischen Einmischung. Meine Instinkte haben sich nicht geirrt. Du bist einfach nicht damit zufrieden, die Dinge ungestört zu lassen. Gut, ich werde deinen Fortschritt weiter beobachten. Du hast also diesen Möchtegern-Piraten getötet und seinem Größenwahn ein Ende gesetzt. Bravo. Welchen denn? Eigentlich wollte ich dich dafür tadeln, dass du ihren skrupellosen und effektiven Anführer erschlagen hast. Aber rechtmäßige Rache hat irgendwas an sich, das mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich glaube, sie redet von Benven. Ich beginne damit, mein Vertrauen in dich in Frage zu stellen, Wächter. Dieses eine heilige Mal... Gemeinschaft und dein Verhalten entspricht nicht dem akzeptablen Standard, okay? Auch wenn du meinem zugegeben recht geringen Erwartungen an Sterbliche entsprichst, solltest du doch wissen, ich bin alles andere als erfreut. Das ist ein sehr gefährlicher Weg, sich mir zu nähern. Tut mir leid, Wohindicker, ich werde mich anstrengen, besser zu werden. Nein. Ich habe nur meine Pflicht getan. Du hast keine Macht über mich. Ich schulde dir gar nichts. Du hast keine Macht hier. So, siehst du das also? Nun gut. Es ist meine eigene Schuld. Ich habe dir vertraut. Von jetzt an solltest du mein Buch besser für immer geschlossen halten. Wodica nods stiffly. You feel her presence drift as a breeze, rustling. Wodica nickt steif. Du spürst, wie ihre Anwesenheit wie ein Windhauch vergeht und dabei ein Rascheln hinterlässt. Ach ja, irgendwer hat ein Level Up. Idea. Sprengstoffe noch einmal. Und Einschüchter noch einmal. Und... Verwandlung in kritische Treffer oder das hier. Erhält er oder sie Disziplin? Das wäre nicht schlecht. Allerdings haben wir auch hier was Gutes. Der Kämpfer stellt sich zwischen feindliche Angriffe und seine Verbündeten. Der endgültige Gesamtschaden aller Angriffe auf Verbündete in der Nähe wird halbiert. Ne, wenn dann das hier. Und noch eine Waffe, die er sich aussuchen darf. Komm, Kriegsbogen.
Er trägt ja, glaube ich, einen Krieg. Ich hoffe mal, er trägt einen Kriegsbogen auf dem Rücken. Ja. Yeah. Nein, wäre ein Jagdbogen. Nee, doch, ist ein Kriegsbogen. Gut. Okay, das heißt. Jetzt nachdem Voidika mich hasst. What can I do? Hm? Können wir zufrieden sein damit? So, was hast du? Hunter. Was meinst du, Jäger? Mit einem zwinkernden Blick winkt Dungata dich herbei. Die Rebellion wurde im Keim erstickt. The gods truly did not want Tuamoru to lead the Kahanga. Pity, he learned the hard way. Dann haben die Götter Umaru wirklich dich als Anführer der Kahanga sehen wollen. Es ist schade, dass er es auf die harte Tour erfahren musste. Dungata legt den Kopf beiseite und gibt dir die vereinbarte Bezahlung. Yay. You do good work, Hunter. But the bounties have dried up. That is a spring which time always replenishes in its course, I say. Du erledigst gute Arbeit, Jäger, aber es gibt einfach keine Kopfgelder mehr zu vergeben. Dies ist eine Quelle, die sich nach einer gewissen Zeit immer wieder von selbst erfüllt, behaupte ich einmal. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Dungata. So, Xoti und Tekeo haben Level Up. Alchemie für dich. Und noch Geschichte für dich. Zauber. Ein Zauber können wir noch vergeben. Der Priester ruft nach Übergang und schafft eine Öffnung. Der Bereich posiert und zieht alle in der Nähe an, während der Frostschaden anrichtet und der Dauer aller vorteilhaften Wirkungen verkürzt. Skins Rache, Whale. Der Priester gewinnt eine göttliche Aura vom Whale. Die Verbündeten in der Nähe erhalten einen Bonus für alle Verteidigungen. Darüber hinaus können auch alle Feinde, die jemanden angreifen, der unter dem Schutz der Gottheit steht, durch das Licht geblendet werden. Wäre was? Magran? Was machst du? Der Priester von ruft Magran an, dass das Ziel durch Flammen zu reinigen. Das Ziel durch Flammen zu reinigen. Daraufhin wird das Ziel bombardiert mit Flammensäulen, bis seine Sünden getilgt sind. Jede Flammensäule verursacht Brandwuchtschaden und verringert die Dauer der schädlichen und vorteilhaften Wirkungen aufs Ziel. Ja, nehmen wir das. Mittlere Schilder, auch wenn Xoti mit ihrer Laterne rumfuchtelt. So, der schnellste Ausgang von Schlangenkrone ist hier drüben. So, das heißt, wir sind auch hier unten die Kopfgelder los. Ja, das können wir abgeben noch. Und das können wir abgeben noch. Dann haben wir noch Burunga. Und das, was wir sonst noch so kriegen. Ach ja, und die Karte. Kartografierung muss noch gemacht werden. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt erst einmal zum Kartografen. Sansas Karten, ja. Oh Mist, ich habe vergessen, ich muss ja auch noch zu Perikis Aussichtspunkt. Ich habe ja immer noch Berkanas Narrheit zum Abgeben für Akemir. Welcome back, welcome back. It is a pleasure to see you once again. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. Willkommen zurück, immer eine Freude, dich wiederzusehen. Was macht die See? Ist sie sanft? Ich hoffe doch, dass sie deine Expedition nicht verzögert. How might I assist you? Wie kann ich dir helfen? Ich habe neues Material für dein Buch. We're so close. There's only one corner of the map left. Wir sind so nah dran, es ist noch eine Ecke der Karte offen. Sansa fummelt kurz in seinen Taschen herum.
dann an seinem Gürtel, bevor er dir schließlich einen prallgefüllten Münzbeutel übergibt. Only it's for good reason. The waters in those parts are... Well, this region is probably why I had so much trouble finding help before you came along.